Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017. So, es steht was Großes an und deshalb denke ich mir, ist es auch, Moment, gerechtfertigt, wenn wir mal unser Equipment hier ein bisschen sauber machen. Dazu haben wir uns hier einen Kärcher geholt. Ich glaube, jetzt passt's. Alles sauber. So, zurück. Und dann können wir starten. Auf diesen Moment habe ich schon eine kleine Ewigkeit gewartet. Wir fahren jetzt zum Shop. Und dann gibt's was Neues. Was Neues, endlich neues Equipment. Großes Equipment. Es wird unseren Betrieb hier ordentlich vorwärts bringen. Hoffe ich doch. Ja. Und deshalb fahre ich auch hier mit dem Traktor und dem. Oh, wir haben kein Licht an wahrscheinlich. Hallo. Oh, mal ein Licht an. Ich habe immer das Gefühl, die Autos geben uns Lichthupe, wenn wir kein Licht an haben. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so ist. So, hier abbiegen auf den Shop. Und dann steht im Shop steht schon was für uns bereit. Nämlich ein Auflieger. Den machen wir jetzt mal gerade hier dran. So. Das sieht schon sehr gut aus, ja. Jetzt haben wir hier einen Tieflader. Und dann müssen wir uns noch die neue Ware bestellen. Die ist nämlich nicht so einfach. Ja. Hier. Denn bestellen wir uns nämlich einen Traktor. Und zwar den Valtra S-Series wie geplant. Und zwar in der krassesten Ausführung, die es gibt. Mit dem S374 Motor. Natürlich Varuna MC Farben. Räder. Lassen wir mal Standard und die Felgenfarbe natürlich schwarz. Und der kostet uns 317.100. Ich habe gerade extra noch ein paar Missionen gemacht. Dom. So, und jetzt, wo steht er? Wo steht er? Da steht er. Hier, das ist unser neuer Traktor. Ja. Er sieht schon sehr nice aus. Jetzt stellen wir gerade mal den Auflieger raus. Ich hoffe mal, dass der überhaupt hier drauf passt. So. Dann Auflieger auf, Tieflader aufklappen. So. Das ist ein Modsteil. Der ist riesig. Und dann hoffe ich mal, dass der Auflieger unseren Traktor transportieren kann. Boah, ist das hell. So. Gut, der hat drauf gepasst. Muss ich den jetzt noch verzurren? Sieht nicht so aus. Wobei ich schon ein bisschen Angst habe.
Also ich hoffe mal, dass der Traktor hier nicht runterfällt. Tieflader zuklappen. Und dann geht's auf mit Gebrüll. Gut, angekommen sind wir schon mal. Hat er jetzt aufgehört? Scheiße. Dann können wir hier einsteigen in unseren neuen Valtra. Und der hat nämlich jetzt die Aufgabe, hier mal dieses Feld zu pflügen. Wir gucken jetzt mal genau, wie der angehängt wird. Achtung! Habt ihr das gesehen? So, für diesen Pflug brauchen wir nämlich einen großen Traktor. Sonst wird das gar nichts. Ich möchte es hier gerne einen Helfer machen lassen, deshalb muss ich den richtig platzieren. So. Müssen wir nachher sowieso nochmal korrigieren, das Feld, weil der Helfer nicht so sauber arbeitet. Ja, hier. Schon der erste Fehler. Aber ja, so ist es halt. Den Tieflader, den können wir. Den stellen wir gerade mal unter. Und dann können wir uns noch mal den. Ne, wir können hier eigentlich gleich säen gehen. Aber vorher stelle ich noch den hier weg. Ne, warte mal. Wo ist er denn? Hier. Den hier, unsere neue Spritze, die haben wir auch noch nicht probiert. Die klappen wir jetzt mal auf. Ich glaube, wir müssen trotzdem dreimal hier drüber fahren. Die ist ja riesig. 28 Meter Spannweite hat die, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch hier lassen wir uns durch einen Helfer helfen. Ist einfach viel geschickter. Und schnell ist die ja nicht. Ich hoffe mal, dass es nicht hinten wieder Probleme gibt. Wie damals, als wir das Feld abgeerntet haben. Ja, dreimal müsste sie fahren. Ja. Der Helfer hier ist nicht so gut. Der kriegt das nicht so gebacken. Das ist halt, die Geschichte mit dem. Mit dem Feld. Pflügen mag ich. Generell eigentlich gar nicht. Deshalb lieber alles auf den Helfer schieben. Der macht es ohne zu murren. Unsere Kohle geht natürlich mal wieder dahin. Wenn wir jetzt im Minus sind, sind wir auch wirklich im Minus. Weil die 300.000 Kredit, die sind aufgebraucht. Was mich jetzt auf jeden Fall freut, ist, dass wir noch einen weiteren LKW Traktor hier haben. Jetzt habe ich gerade schon was gesehen. Ne, da ist schon noch alles im grünen Bereich. Aber der ist ein bisschen arg langsam. Können wir hier mal gerade Traktorwechsel machen? Mal gucken, ob der damit schneller ist.
Na. Stoppen. Hallo. So, dann machen wir mal den hier dran. Nee, der fährt bloß 11. Naja, okay. Wenn der nur 11 fährt, dann fährt er halt nur 11. Kann man nichts machen. Besser als 12. Nein, schlechter als 12. Hallo? Ah, hier. Muss man aber weit ranfahren. Ja, warte mal, den lassen wir hier stehen. Und den Traktor. Brauche ich den hier noch? Ich könnte den schon brauchen. So. Der ist immer noch am Arbeiten. Was macht der hier jetzt schon wieder? Hallo, stopp! Gleich sind wir durch. Gut, auf geht's. Können wir uns wieder sinnvollen Aufgaben widmen? Die Vorbereitung für die Saat. Wie gesagt, das eine Feld drüben, das müssen wir ja noch fertig pflügen. Das macht ja der Helfer leider nie richtig schön. Selbst die Felder, die gerade Ecken haben, gerade Ecken, gerade Kanten, selbst die kriegt er nicht schön hin. Deshalb mag ich das Pflügen überhaupt nicht. So. Na komm. Wir brauchen den Traktor hier im Moment sowieso nicht. Erst wenn wir säen. Aber die Feldspritze, die ist eigentlich schon recht cool. Karuelle. Die ist nämlich so riesig. Wir probieren jetzt hier noch mal einen Helfer aus. Hier müsste es eigentlich ohne Probleme funktionieren. So, und hier sehen wir, was der angerichtet hat. Und müssen das alles reparieren. Aber jetzt haben wir wenigstens das erste Mal den Genuss, unseren neuen Traktor selber zu fahren, im Einsatz.
So, schön pflügen. Weil natürlich muss das ganze Feld gepflügt werden, ja. So hässlich wie der Helfer das macht, geht ja mal gar nicht. So, Vorbereitung für die Aussaat. Kann ich den eigentlich auch? Und den kann man auch drehen. Gleicher Radiosender. Den mag ich wohl, ha? Huh? Lüftung. Sieht cool aus hier drin. Bisschen edler wie der kleine. Da war ein Pfosten im Weg. Ja klar, der hat die Arbeit erledigt. Will er mich jetzt verarschen? Nö, hat er die wirklich? Hä? Nee, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? So, damit. Boah, das war knapp. Wären wir jetzt fertig. Mal hier lang. Oh ja. Dann stellen wir die Spritze hier gerade mal ab. Wir brauchen nämlich jetzt die Sämaschine. Dafür haben wir damals extra diesen Traktor gekauft. Ne, warte mal, wir fangen diesmal auf der Seite an. Vielleicht hängt es damit zusammen? So, was säen wir denn an? Gerste wäre vielleicht mal interessant. Gerste haben wir noch nie angesät. Oder Soja. Kann unser Drescher Soja ernten? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, kann er. Soja, Raps, Gerste und Weizen. Sind ja alles so Dinge, die man beachten muss, ja. Wenn ich was anpflanze, was ich nicht ernten kann. Nein, wir machen noch mal. Doch, ja. Ja, wir machen so, ja, komm. Und wehe, du schaffst's wieder nicht richtig. So. Ja, müssen wir schnell die Spritze abholen. So, die muss nämlich da runter. Wir haben hier noch ein paar Felder, die wir be besprühen müssen. Ja, wir sind im Minus. Gucken wir mal, ob er bei diesem Feld zurechtkommt. Der fährt noch, das ist schon mal gut. Ja, wo müssen wir denn hin? Ja, zum Flug.
geht die Sonne auf und wir haben eigentlich nichts geschafft, weil uns dauernd der Helfer drüben durch die in die Quere gekommen ist. Das soll uns die Arbeit eigentlich erleichtern, aber das hat er, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Helfer H hat die Arbeit erledigt. Ja, wieder nur die Hälfte. Der hat... Was hat denn der gemacht? Da rechts ist auch... Oh. Mann, so wird es nie was mit unserer Landwirtschaft. Dann kann ich es auch gleich immer selber machen, weißt du? Hier überall es sind noch Ecken und Kanten drin, die einfach nicht gedüngt sind. Da wächst das Korn dann langsamer und dann hast du ein Problem. Ich verstehe nicht, was der macht. Vielleicht, ja, ich nehme an, es liegt wirklich daran, dass ich die Felder alle vergrößert habe. Da kommt er mit den Dings nicht mehr klar. Nein, halt, hör auf. Kostet doch alles Geld. Ja, hier, ein komplettes Quadrat, wo er nicht gepflügt hat, gedüngt hat. Und ich verstehe halt nicht, warum. Weißt, wenn ich verstehen würde, woran das liegt, könnte ich was dagegen unternehmen. Aber so? Keine Chance. So. Das ist jetzt schon zumindest mal fertig. Der hier, der ist gut bei der Sache. Der, ja, der pflügt und tut. Und warum hat er hier abgebrochen? Warum? Ne, ist er eigentlich durchgezogen. Das wird wahrscheinlich einfach nur falsch angezeigt. So, wir müssen ja weiter pflügen. Na, der zieht seine Runden, das funktioniert wenigstens. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt düngen kann. Wir probieren es und fahren es auch gleich selber. Sieht gut aus. Ich fahre es gleich selber, weil ich habe keinen Bock, dass ich hier dann wieder Probleme kriege. Oh, ich habe dreckige Schuhe gehabt. Dass es hier wieder nichts wird, darauf habe ich keine Lust. So, wenn das Feld hinten fertig ist, dann werden wir uns um die Felder hier kümmern noch, um die kleineren. Unser Megafeld braucht halt immer lang. Ist ja auch logisch bei der Größe. Ist fast so amerikanisch groß. Ich weiß, die Ecke, da habe ich jetzt nicht fertig, nicht gedüngt. Ist mir aber egal. Wir werden vielleicht auch mal eine
Forstwirtschaftsfolge machen. Beziehungsweise Folgen. Damit ihr seht, wie ich die Forstwirtschaft betreibe. Ich finde mein System relativ praktisch. Wobei das wohl nicht jeder so sieht. Gut, einmal noch drüber rauschen, dann war's das. Wir brauchen auf jeden Fall beim großen Feld mal noch so einen Schuppen, also so eine Halle, wo wir unsere Sachen unterstellen können. Ich mache jetzt die Ecke auch noch, ja, nicht, dass jemand meckert. So. Das soll's von der heutigen Folge gewesen sein. Hier wird weiter gesät. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn nicht, schreibt eine Kritik in die Kommentarbox. Bis zum nächsten Mal. Ciao.